Hallo und herzlich willkommen zu Block 3. Mach dich bereit für einen Bauchzirkel. Erste Übung. Crunch-Position einnehmen, Beine strecken, Arme strecken, die Schultern verlassen den Boden. Darauf achten, dass wir senkrecht nach oben die Arme bewegen. Zweite Übung. Setzen die Beine ab, der Ferse auf den Boden, die Arme sind gestreckt und die Schultern verlassen den Boden. Dritte Übung. Legen die Beine übereinander. Wir haben kein Standbein. Hände an die Ohren und Ellenbogen zum Kniegelenk. Dabei bewusst aus der Bauchmuskulatur arbeiten. Bewegung kommt ausschließlich aus der Bauchmuskulatur. Nächste Übung. Hände fest auf den Boden. Knie angewinkelt. Wir bewegen die Hüfte nach oben und senken sie langsam wieder ab. Fünfte und letzte Übung. Legen die Arme zur Seite, Handflächen zeigen nach unten für einen guten Halt. Knie werden angebeugt. Wir bewegen die Beine links und rechts Richtung Boden, langsam und kontrolliert.
Das war unser Bauchzirkel. Das Programm eignet sich auch super, um am Ende einer Trainingseinheit die Bauchmuskulatur nochmal auszubelasten. In unserem nächsten Block geht es um einen Ganzkörperzirkel. Wir sehen uns.